Hallöchen, ihr Lieben. Heute gibt es bei mir wieder was ganz Tolles, was wir gemeinsam basteln werden. Für das bevorstehende Osterfest habe ich mir diese kleine süße Bastelei hier ausgedacht. Und zwar geht es heute um ganz einfache Sour Cream Boxen, aber die habe ich gleich passend für das Osterfest verschönert. Und wie ich das gebastelt habe, das zeige ich euch jetzt in diesem Video. Viel Spaß dabei! Schaut mal, was ich für ein schönes Musterpapier bei mir gefunden habe und ich denke mal, das passt sehr gut zu der Bastelei, die ich heute vorhabe mit euch. Denn wir basteln ja eine Sour Cream Box mit ganz süßem Motiv und zwar einem Hahn. Dafür habe ich die beiden Papiere mir aus diesem wunderschönen Block hier ausgesucht. Von My Favorite Things ist der. Und ja, dann zeige ich euch mal eine Variante davon, die andere werde ich gleich parallel zurechtbasteln. Das ist wirklich ein ganz, ganz einfaches Prinzip zum Papier gesagt. Die Maße von diesem Papierstück sind übrigens 15 cm mal 10 cm. So, und die eigentliche Box machen wir jetzt auch schon mal fertig, bevor es dann mit der Dekoration weitergeht. Zum Verschließen der Box, da nehme ich gerne dieses doppelseitige Klebeband. Das macht sich ganz einfach damit und deswegen werde ich es auch jetzt hier verwenden. So, ich gebe das Klebeband einmal hier auf der linken Seite auf und ihr seht, das eigentliche Muster habe ich gleich auf den Bauch gelegt. Jetzt gebe ich oben noch einen Klebestreifen hin und unten noch einen Klebestreifen. So. Jetzt nehme ich die eine Seite und klebe das auf die andere Seite. Hier schön bündig machen. Sieht so ein bisschen aus wie so eine Toilettenrolle. So, dann nehme ich mir das Ganze und drücke das so aufeinander, sodass es auch wieder schön bündig bei euch aussieht. Habe ich hier so ein schönes Tütchen und kann das jetzt befüllen. Hier habe ich passend dazu ein süßes Küken. Ich hoffe, das passt da rein. Ja, so. Jetzt werde ich das hier oben nicht genau gleich verschließen wie hier unten, dann wäre es so eine Art Bonbon sonst. Ich möchte es in die entgegengesetzte Richtung hier oben verschließen und drücke das ganz einfach so zusammen. Da ich ja so ein schönes doppelseitiges Klebeband genommen habe, ist das ganz fix hier zusammengeklebt, passt perfekt und ich kann zum Schluss mit meinem Falzbein einfach noch mal rübergehen, Seite für Seite. Hier seht ihr jetzt mal beide. Ich habe beide jetzt fertig gemacht. Sieht wirklich ganz, ganz toll aus und ihr habt ja gesehen, geht vom Grundprinzip wirklich super einfach. Und jetzt müssen wir das Ganze nur noch für Ostern dekorieren. Und da schnappe ich mir doch gleich mal ein Schmierpapier und zeichne mir da meine Dekoration selber auf. Meine Skizzen habe ich nun fertig gemacht und jetzt muss ich das Ganze noch ausschneiden. Meine Schablonen habe ich jetzt hier ausgeschnitten, wie ihr sehen könnt. Und ich werde sie jetzt in der entsprechenden Farbe, die ich jetzt für meine Verpackung nehme, aufzeichnen, nochmal ringsherum und dann ausschneiden. Ich zeige euch jetzt mal zusammengefasst, was ich nun hier alles für Dekorationen habe. Und zwar hier der Kamm in Rot, dann die Füße in Orange, der Schnabel in Orange. Der wird übrigens gleich hier zur Hälfte einmal gefalzt. Das mache ich ganz einfach mit dem Falzbein. Das kann man so mit der Hand machen. So, da ist der Schnabel. Und das hier sind die Flügel, die ich mir übrigens auch nochmal hier etwas zurechtfalze. Und zwar hier von der Spitze von diesem Herz, etwa 1 bis 2 cm, knicke ich mir einmal hier um. Das soll dann zum Kleben sein an der Verpackung.
na, eher 2 cm, damit ihr auch eine Klebefläche habt hier zum Kleben, würde ich eher 2 cm sagen. So, genau. Dann geht es weiter mit Wackelaugen. Finde ich immer total witzig. Und meine Kinder freuen sich immer sehr, wenn ich irgendwas bastel mit Wackelaugen dran. Wie ihr die Füße übrigens an die Verpackung bekommt, könnt ihr zweierlei machen. Entweder sie direkt hier unten dran zu kleben oder aber, so wie ich es machen werde, noch mit einem Schleifenband befestigen. Und das zeige ich euch jetzt mal. Dazu brauche ich diese Zange. Da kann ich ein kleines Loch hier mitmachen. Jetzt nehme ich mir auch die Füße und stanze mir da ein Loch rein. Jetzt brauche ich noch das Schleifenband in der entsprechenden Farbe, die ich haben möchte. Und ich werde mir das hier auf 10 cm kürzen. Dann brauche ich das Ganze ja noch ein zweites Mal. So. Das Schleifenband, das wird dann hier von unten durch das Loch gefädelt. Kommt dann hier oben raus. Und dann mache ich mir gleich mal einen Knoten. Dann nehme ich mir einen Fuß und stecke da ebenfalls das Schleifenband durch. Das kann ich ja auch ein bisschen weiter schieben, um dann hier unten auch noch einen Knoten zu machen. Dann kann ich den Fuß wieder hier weiter runter machen. Und ja, schon hat das Hühnchen hier das Füßchen dran. Ne? So, das gleiche mache ich auch noch natürlich mit dem zweiten. Bevor ich jetzt nun alles aufkleben werde, werde ich noch für mich so ein paar kleine optische Highlights setzen mit einem schwarzen Gel-Liner. Ich hatte mir so spontan die Idee in den Kopf gesetzt, hier mit dem schwarzen Gel-Liner so ein paar Skizzenlinien noch aufzuzeichnen. Jetzt, wo ich das auch habe, kann alles auf die Verpackung aufgeklebt werden. Die beiden sind nun fertig und jetzt möchte ich sie noch gerne von nahem für euch zeigen. Ich denke mal, jedes Kind wird sich über diese niedliche Bastelei hier sehr freuen. Vor allem, es ist ja selbst gemacht und kommt vom Herzen. Ja, ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht zuzuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne ein Däumchen nach oben da und lasst ein Abo da, wenn ihr weitere Videos sehen möchtet. Ich danke euch fürs Zuschauen, bleibt gesund. Dann bis zum nächsten Mal bei Jackies Bastelwelt. Tschüss!